Achso, hier kann ich eine Wand wieder eindeppern. Die betteln doch da drin rum, dass ich reinkomme und denen aufs Maul hau. Komm her! Ja, ich würde es gern durchspielen, muss ich zugeben. Ich habe genug mit anderen Spielen gerade zu tun, also da würde ich gern eins abschließen. Ja, aber wir haben noch einiges vor uns. Wir müssen aus dem Krankenhaus raus. Dann haben wir noch das Hotel. Komm, ist der Kriecher mal daher oder nicht? Oh, komm her, komm Schatzi. Alter. Wie die Sau einfach aufsteht. Oh, 8 Pistolenkugeln, geil. Alter, sag mal nicht so grob mit dem Fenster. Ah, ja, genau. Hä? Ah, ja. Wow, wegen halt einen Zentimeter oder so. Achtung, ich komme, meine Lieben. Es ist genug für euch alle da. Kleine Drecksau. Dass diese Wichser immer überall stehen mittlerweile. Ich kann auf welche Arschlöcher gut verzichten, ey. Oh, 3 Schrotkugeln, geil. Die müssen schon irgendwie mal ständig versorgt. Schöner Fernseher. Er ist wieder hier, schaut mich an, starrt. Er sagt, er wird mich dorthin bringen, ich will nicht. Ich lasse nicht zu, dass er mich mitnimmt. Was zockst du denn in den Beinen? Ja, du siehst doch auf dem Kanal, was alles läuft. Director's Office. No one knows. Keiner weiß es. Was ist das für ein Atmen, Alter? Darth Vader ist überall. Okay, wo zur Hölle bin ich eigentlich? Da. Komme ich da irgendwo? Achso, ja, stimmt. Da unten ist das Büro des Direktors. Hä, hey, warte mal. Oh, jetzt ist er gleich um die Ecke. Ich dachte, der Weg wäre viel weiter. Oh, der hat gar kein schönes Händchen mehr da.
Bald ist der Schmerz vorbei. Er sagt doch so, wow. Kein Schmerz, 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 kein Schmerz. Versuch's jedes Mal und schaff's nie. Soll das ein Hintern sein mit Blut? Achso, da lacht wer. Was passiert, wenn man mir im Weg steht? Ein blutiger Hintern. Gut, meistens hau ich auf die Fresse. Aber. Na, das sieht doch gemütlich aus. Da würde ich mich hinlegen. 0050 war wieder im EKT-Raum. Diesmal habe ich es überprüft. Er hatte keinen Behandlungstermin. Wie kann es sein, dass er da ganz allein hereinspaziert? Und woher soll er überhaupt wissen, wie man das Ding anstellt? Wenn man dafür verantwortlich ist, muss dafür gerade stehen. Komm, da versteckt sich doch wieder irgend so eine dämliche. Ist doch für so ein Kriecher, oder? Denn das eine. Unter dem Gitter was? Oh shit. Ach so, das sind wohl die Sissies. Ach, okay, da wäre ich eh nicht durchgekommen. Ich dachte, das ist wieder so ein Bett, so ein Kastenmonster irgendwo. Da eigentlich rein? Oh ja. Ah, da hinten geht's durch, das rote Kabel.
Sehr gut. Generator und was zum Durchkriechen. Ich werde nicht ruhen, bis es gelöst ist. Ich werde nicht ruhen. Ich kann nicht ruhen. Ich weiß nicht mehr wie. Ah, jetzt geht das und jetzt? Wow. Neun, sechs, fünf, neun. Cool. Jetzt, wenn ich nur wüsste, wofür das ist. Ah, ja. Okay. Nein, ich muss nochmal schauen. Okay. Müsste ich alles gemacht haben. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, aber wir haben ja eigentlich genug Zeug. Warte, wonach hast du geschaut? Puh, nach dem Schrank, toll. Warte mal, wo war es jetzt? Oben. 9659. Oh, ist das jetzt zu? Ach so, okay, ich muss die nacheinander lösen, damit ich dann auch gar nicht durcheinander komme, ne? Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du drei Wege hast und dann nicht mehr weißt, welchen du genommen hast. Oder ob du daherkommst oder was der Geil was. Warte mal, kurz Waschbecken kontrollieren. Nope. Eine schöne Schwester. Ah, da ist wieder einer von den Wichsern. Mist, die Drecksau ist weitergelaufen. Man hört die immer wieder laufen, ne?
Alter, das mit dem blöden Ding. Mal ruckelt die Kamera ein bisschen, ne? Wenn ich jetzt hier bin, die Kamera. Auf das Tor. Zeit für Medizin, ja. Ja, ein Jahr lang haben sie mich beobachtet, haben mich mit unzähligen Pillen gefüttert. Wenn die laute Stunde kommt, die Finsternis reinbricht, zitter ich wie erst im Laub. Ah. Ein Jahr lang haben sie mich wohl, haben mich zu den Pillen gefüttert, wie laut wenn die laute Stunde kommt und die Finsternis hereinbricht, zitter ich wie Espenlaub. Okay. Die laute Uhr. Wenn die laute Stunde kommt, wenden. Kommt nix. 2, 4, 6. Schreibt ihr das auf? Nee. Was ist denn 6 Pillen? Die Uhr hat 2 geschlagen. Watch it go dark. Schau, wie das Licht ausgeht. Ja, aber es ist auch bloß 2, oder? 1, 2. 1, 2, 3. Ja gut, das Sekundenzählen wäre ja Schwachsinn. Na, nein. Na egal, ich habe mittlerweile so viel Zeug. Habe mich mit unzähligen Pillen gefüttert. Wenn die laute Stunde kommt und die Finsternis hereinbricht, zitter ich wie Esmeralda. Schau, wie das Licht ausgeht. Ja, aber das ist doch nicht Ding, oder? Ich meine, es wäre dann 1, 6, 2, 2. One tremble every time the light falls. I tremble every time the light falls. Aber das wäre auch nur 2. Ein Jahr haben sie mich beobachtet. 6 Pillen. 2 die Stunde. Thank you.
Ich mach erstmal die alte kalt. Ach, das ist so einer? Wow, das ist geil, so schön der alte. Er hält sich nach einer komischen Zahl an. Ah, da war vorher eine alte Stelle, wo wir was bekommen. 6. 6 Uhr, 2, 12 Uhr. Ne, das ist eine Zahlenkombi. Also normalerweise. Ich bin gespannt, ob das stimmt. Scheiße, tatsächlich, das sind halt zweimal blinken gewesen. Die Codes können sich übrigens jedes Mal ändern, ne? Also so war es im alten Teil. Also im normalen Teil. Deswegen war das vielleicht Zufall, dass es zweimal geblinkt hat. Na danke, fuck you. Hat die was im Mund oder bleckt die Zunge? Ist das eine Pille? Oh, gut, das wäre ein bisschen große Pille. Wahrscheinlich eher ein Zäpfchen. Entschuldigung. Minus 1. Na toll. Okay, sie wird 2 Ringe haben. Sie ist ein Engel, keiner weiß es, nur ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über die Fadenbrücke gehen. Warte mal, sie ist ein Engel, keiner weiß es, ist nur ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Fadenbrücke gehen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Wie aufgedunsen und hässlich Leichen sind ihre Sünden. Sie vernichten Sünden und Sünder gleichermaßen. Sie retten mich, da sie ist ein Engel. Ha? Huh? Was für ein Ding? Okay, die Tür ist zu. Es geht nur da lang. Das war umsonst. Ne, noch schlimmer als eine Kiste, die leer ist, wenn du einen Haufen Zeug machst, ist, wenn drin ist, der Schatz sind die Freunde, die du auf deinen Weg gemacht hast. Ist blöd, wenn es da keine Freunde gemacht hast. Ne? Oh, warte mal. Ah, Knopf. Oh, scheiße, in Keller. Ach, leck mich. Everyone, thanks for tuning in. Welcome to another exciting edition of Trick or Treat, where you answer our questions correctly and win a prize beyond your wildest dreams. Or you fail to answer correctly and receive the punishment. It's all in the hands of our lucky contestant, James Sunderland. James, are you ready to play Trick or Treat? Excellent. Here's your first question. In the early 1800s, a terrible disease spread across Silent Hill, resulting in the death of many of its inhabitants. Their bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave. How many souls were lost during the plague? 1, 42, 2, 67, 3, 85. Know the answer? Well, you better hold on to it. You never know when it might come in handy. Now, on to the second question. Follow Sanders Street heading east and further on to the outskirts of town. One, and only one road will take you towards the lumber yard and the cemetery. What is the name of that road? 1,
Bachman Road. 2, Munson Street. 3, Wiltsey Road. Did you get that? I sure as hell hope so. And for a third and final question, Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Loking. But what was the name of the other victim? Billy's sister. 1, Miriam. 2, Heather. 3, Julia. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? If so, fantastic. The time will soon come to collect your prizes. But be careful. If you're wrong, well, looks like that's all the time we have for today, folks. Thanks for tuning in. See you somewhere, sometime, in sickness or in health. Bye-bye. What the hell was that? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich weiß, dass es irgendein Fahrstuhl-Ding gab damals, glaube ich auch, aber ich habe keine Ahnung, was da gesagt worden ist. Ich rede. Das Lustige ist, ich rede immer von damals, dabei habe ich es ja schon vor einem halben Jahr gespielt oder so. So, das ist der kleine Käfer da, ne? Okay, gehen wir erstmal in die andere Richtung. Wo ist die scheiß Krankenschwester hin? Also. Irgendwie immer einen Schuss, den ich daneben hau. Immer einen. Oh, lecker. Warum kommt da immer wieder neues Zeug nach? Oh Gott! Kleiner Bastard! Gerade so, dass ich ihn noch gesehen habe. Ich möchte wieder einfach so steht, so hallo. Möchten Sie etwas kaufen? Okay.
Okay, das ist die andere Seite. Alter, wer biegt denn sowas auf? Also jetzt dachte ich, da steht eine Nummer. Kleine Drecksau. Kleiner Saftsack, ey. Oh, lass mich das nicht immer aufmachen, gib mir nix. Okay, welcher unserer Kumpels ist da drin? Wie sie immer hinter mir aufräumen wollen, ja. Achso, da ist ein Loch, Alter, ich dachte schon hell. James. Mary. Oh. Maria, I thought. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. I... So what about Laura? You found her? Yeah, but she ran away. What? We have to find her. Yeah, you, you really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone and... For some reason, I feel like it's up to me to protect her. Come on, let's go look for her. Scheiß auf die Kleine, Alter. Die Kleine nervt eh nur.
Ich meine, schau doch, wie kuschelig und schön, dass es gerade hier ausschaut. Bleiben wir doch hier. Jetzt wollte ich gerade sagen, geht's weiter hoch, aber durch das Loch glaube ich eher weniger. Man merkt sofort den Unterschied, wenn man wieder Begleiter hat. Plötzlich trauen sich die Monster nicht mehr raus. Oh nein, er ist nicht mehr alleine. Da haben wir Angst. Ja, beschütz mich und dann rennst du vor alleine weg, oder was? What the hell is that? Nimm mal Wasser. Maria. What are you talking about? I'm trying to keep things light, James. Just yeah. Sorry. Ja, wollen wir nicht eine Runde baden gehen? Schau, als wenn da Stacheln drin wären. Ah ne, ist bloß der Rand. Sie dürfen es nicht wissen. 13. Ja, sind es jetzt nur Sammelgegenstände oder was halt ist das? Ja, das ist ein verdammt großer Ventilator. Is that what I think it is? Ein Kühlschrank. Oder eine Eisbox. Having trouble there? Yeah. You think you could give me a hand? Me? You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Fine. Not very cute, is it? Here, why don't you take it? Thanks. So, where to now? Come on. I think I know where those rings belong. Müssen wir jetzt den ganzen scheiß Weg wieder zurücklaufen? Aufenthaltsraum der Ärzte, da kam ich doch nicht raus mehr. Ah, doch, da. Alter, gut, dass ich nicht zurücklaufen bin. Die Patientin bekommt die Diagnose, wenn sie wieder gesund sind. Denn ich habe immer das gesamte Personal im Blick. Vor allem, wenn die Symptome dank der effektiven Behandlung zurückgehen.
Warum hängt hier ein Speicherding? Und dann spielen wir eigentlich schon knapp 8 Stunden, okay. Ja, da haben wir noch einiges vor uns. Oh, warte mal, ist es das, wo ich aufgewacht bin? Oh ja, Tatsache. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Alte eigentlich hin? Kommst du mit? Ja. Echt wieder mit dem Fahrstuhl fahren. Ich trau niemals einen Fahrstuhl. Warte mal, wo war das eigentlich? Da ist es. Dame der Tür. 2. What's wrong? Let's just get out of here, okay? Ich bin gerade dabei. What's wrong? I thought you wanted to get out of here. I know. It's just... something doesn't feel right. Come on. It's gonna be fine. Ja, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ist das heute durch? Nee. Ich habe noch ein komplettes Gebiet vor mir. Wenn wir schon laufen, dann können wir noch joggen, sie halt nur. Come on, hurry!
Satz mit X war wohl nix. Wieder allein. Das kommt halt auch davon, wenn du statt Rennen joggen wirst. Ich meine, bei ihr kann ich es noch verstehen mit ihren Stöckelschuhen, mit ihren hochhackigen Stiefeln oder was sie wollen. Hä? Das Potenzial für diese Krankheit ruht in allen Menschen und kann jedem Mann und jede Frau unter den richtigen Umständen auf die andere Seite ziehen, genau wie ihn. Die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung, es gibt schließlich keine Wand zwischen dem Hier und Dort. Sie existiert, wo sie wirklich und unwirklich überschneidet. Ein Ort, der wohl so nahe als auch weit entfernt ist. Manche sagen, es sei gar keine Krankheit, dem kann ich nicht zustimmen. Ich bin kein Arzt, kein Philosoph und sogar Psychiater wie der Herr Direktor. Aber manchmal muss ich mir diese Frage stellen. Es stimmt, für uns sind seine Fantasien nichts als Einbildung, aber für ihn gibt es keine andere Realität. Darüber hinaus ist er dort glücklich. Also warum, frage ich mich, warum müssen wir ihn im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer Wirklichkeit zurückholen? Krankenhauseingangsschlüssel. Ich habe das Fenster offen, da brauche ich einen Schlüssel, Alter. Da bin ich schnell hinausgeklettert. Ne, warte mal, da kam ich her. Stimmt, jetzt bleiben wir, glaube ich, in der dunklen Welt. Erstmal. Ist das eine Krankenschwester? Oh ja. Morgen geht schon? Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Was soll ich gerade sagen? Was? Boah. Alter, die Alte folgt mir immer noch. Lass mich in Ruhe. Scheiß angelegt, Alter. Also wie schnell er sie ausschaut, scheiße. Gut, dass ich fast nichts mehr zum Heilen habe. Kleiner Drecksack.
Ja, das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen, ne? Dass du da. Oh Gott, da ist ja nur einer. Aber wer hältst du aus, du dumme Sau? Nein, du sollst auf den einhauen. Habe ich eigentlich 16. Drecksau. Achso, da geht's durch die Wand. Oder denn ist die Kleine? Laura, stop! It's dangerous! Da ist ein Fluss. Da ist das Stripclub, glaube ich. Thank you.
Man kann hier echt viel Muni auf jeden Fall finden, sowas im Original. Wir sind dafür halt hier auch en masse Gegner. Ah, Scheiße. Kann das Mädchen überhaupt überleben? Will ich jetzt nicht verraten. Dass ich überhaupt weiß, wie es genau ist. Ja, komm raus da. Wird glauben, dass ich dich gesehen habe. Was für bin ich eigentlich? Hier. Das Gute ist, jetzt durch diese andere Perspektive siehst du halt auch, wo du hinläufst. Weil das war im alten Teil einfach alles nur scheißdunkel. Du weißt aber ganz genau, wenn du irgendwo auflaufen kannst, gibt's was.
Laura, please, wait! Hat er vorher auch funktioniert. Oh, Scheiße. Ich mach mal das Licht aus, sonst sehe ich nix, Alter. Seht ihr mich halt nicht. Oh, mehr war das gar nicht. Ja, da kann ich das Licht wieder anmachen. Aber ein bisschen drunter drehe ich es trotzdem, Alter. Es geht langsam echt auf die Augen, ey. Where did she go? Er, der nicht kühn genug ist, den Blick des Abgrunds standzuhalten, ist nicht kühn genug, selbst hinzublicken. Nur wer vorwärts geht, kann die Wahrheit erfahren. Folge der Karte, dort ist ein Brief und ein Schraubenschlüssel. Sich jetzt, ja. Damit sie mich nicht sehen. Kann es sein, dass diese Viecher vielleicht auch immer ein Indikator sind, wenn die auftauchen, dass da was ist? Wie sie das Auto abdecken, ihr Schweine? Vielleicht ist da was drin. Alter, ich hab 109 Schuss. Eigentlich sogar mehr. Gleich mal einen Haufen verbrauchen, weil ich so dumm zum Schießen bin. Oh Gott! Drecksau! Das hat mich jetzt erschreckt. Warte mal, ist die Arztpraxis, ne? Oh, die kleine Drecksau. Jetzt, wenn ich da reinkletter, kommt da was? Ah!
Oh, du. Kleines Drecksvieh. Da ist das Ding. Komm her, Kaki. Lucky. Ha. Was soll der Bingig jetzt? Ah, ich bin auf der anderen Seite, okay. Ey, du Alte, bist einfach da durchgeglitscht. Was soll denn das? Dumme Bitch. Okay, jetzt haben wir alles. Jetzt können wir weitergehen, alter Scheiße. Gelbe Pistole, naja. Da kam ich her. War da sonst noch irgendwas? Außer das Viech. Ja, auf
der anderen Seite sind nur Pistolen gucken. Alter. Genau, da kam ich raus. Gut. Boah. Okay, aber an der Stelle machen wir jetzt Schluss, Alter. Mir tun die Augen von dem ganzen Dunkeln weh, Alter. Okay, da geht's dann weiter. Und hinten geht's dann zur Musikbox. Hier sollte ein Loch sein. Machen wir das nächste Mal. Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Oh, Alter. Ich dachte eigentlich, wir schaffen es noch. Na gut, aus dem Krankenhaus haben wir noch geschafft, Alter. Das war noch geil. War zum Großteil ähnlich, aber glaube ich länger als im normalen Spiel, bilde ich mir ein. Oh. Ist fast anstrengend worden jetzt dann am Schluss. So ständig dieser Druck, immer wieder schauen, wo was ist und dann immer umschauen, alles im Blick haben. Das ganze Dunkle und so. Holy, ey. Oh. Dann schon mal kurz von den, die wo das YouTube-Video schauen. Macht's gut und Servus.